Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Wir sind hier immer noch auf der Suche nach dieser verschollenen, ja, nicht Grotte, sondern eher so, ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll. Wir waren ziemlich Folge 4, Folge 5 in so einen Seitenarm reingerasselt, von dem wir denn so weiter wollten, aber ich wusste nicht wie. Weil, oh, das kostet ein bisschen. Doch mal, ich gehe hier mal raus. Ich gucke mich mal kurz mal um hier. Aha, ist denn doof? Okay. Hier ist das Packeis. Ja, es muss ja denn so da hinten sein, in diese Buchtung. Anders geht's ja kaum. Ja, ich war verfolgen, sind wir da mal reingeschwommen. Und dann haben wir uns nicht weiter getraut, weil wir Angst hatten zu ersticken. Oder zu ertrinken. Komisch, dass man unter Wasser ertrinken sagt und nicht ersticken. Schon mal aufgefallen? Oh. 78, das geht noch recht fit. Muss ich sagen. Das ist noch erträglich. Ja, ich würde da nämlich gerne rein, weil ich fand das nämlich ganz cool. Ich weiß aber auch nicht, ob das einfach ist, wo wir jetzt lang geschwommen sind. Und das sich einfach nur damals anders angefühlt hat, weil wir... ja, aufgeregt waren und natürlich auch die Seemotte noch nicht hatten. Alter. Aber ich weiß, das war auf jeden Fall in so eine Ecke und da waren auch hier so die Teile. Und ich weiß nicht, was das für ein Stängel hier ist. Den würde ich gerne untersuchen eigentlich mal. Aber den kann ich nicht untersuchen. Okay. Nö, da gibt's hier nichts. Der greift so gerne große Sachen an. Aber hier kommt's mir bekannt vor. Und der wartet, glaube ich, hier so rein. Warum habe ich das letzte Mal nicht gesehen? Oder komme ich von hier? Weil das weiß man natürlich nicht, ne? Mit der Seemotte ist man die ganze Zeit ja bei der Luft. Und da hat man natürlich nicht so viel Angst. Aber hier hatten wir gepflückt vorhin. Dann kam mir ziemlich lange so Packeis ohne Sauerstoff. Und da hatte ich mich dann nicht mehr getraut. Da bin ich dann wieder zurückgeschwommen. So hatte ich es im Kopf. Aber ich glaube, wir tauchen hier einfach nur runter. Ja, so sah es hier damals aus. Da gab es dann gar keine Luft mehr. Aber es sieht mir jetzt natürlich mit Luft ordentlich human aus. Und dass wir einfach hier nur abkürzen können. Oder es geht hier doch ein bisschen immer tiefer. Schöner wäre ja auch, wenn wir irgendwas finden würden, ne? Wie, ja, keine Ahnung. Uns fehlt ja noch so viel. Zumindest habe ich das Gefühl, dass uns richtig viel fehlt. Es ist auch schwer zu sagen, ob ich jetzt nach oben oder nach unten schwimme. Klar sehe ich es jetzt am Höhenmesser. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Also hier geht es auf jeden Fall nach unten. Aber wir sind doch hier einfach nur im offenen Meer, oder nicht? Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ja, wir sind hier einfach ganz normal. Schade, ne? Ich dachte eigentlich, wir können so eine richtig geile Ecke angucken, die uns richtig schön was zeigt. Beim Wartungsauftrag fehlen uns ja auch noch Reparatur, keine Ahnung, Modul oder sowas. Aber wir haben ja auch nichts anderes gefunden, wo wir sagen können, ey, da und da müssen wir hin. Das war ja nie was gewesen, ne? Jetzt sind nur die ganzen Tage. Und das war ja hier noch ganz am Anfang, wo wir abgestürzt sind. Dann haben wir Rettungskapsel, bla bla bla. Und den Ursprung fremdes Reservat, Wellenbrücke 200 Meter tief, in Datenbank gespeichert. Das haben wir ja gefunden. Baupläne für Notunterkunft hinzugefügt, das haben wir gefunden. Okay, das haben wir ja, ne? Denn fremdes Reservat in der Nähe. Altara fordert sie auf, darauf zu achten, dass keine Artefakte beschädigt werden. So, dann haben wir mit denen gesprochen und das war's dann schon.
Mehr ist nicht. Und das ist eben so ein bisschen komisch, ne? So, Schreibtisch haben wir gefunden, irgendwas hier, Fische oder sowas haben wir. Achso, den Laserschneider. Klar, den Laserschneider jetzt zu verwenden, ist natürlich jetzt eigentlich logischerweise das nächste Ziel. Ich muss mal wieder abpusten. Dazu brauchen wir aber natürlich noch ein... Oh, das sieht mir sehr nach Wissenschaft aus. Oh, das ist eine Base auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall einen Diamanten, wollte ich gerade sagen. Jetzt kommen wir hier zu. Da kann ich hier irgendwas Schönes machen. Ich gehe erstmal raus. Was ist denn das? Was denn? Was können wir bald bauen? Botanikerabteil. Das ist ja echt cool. So, hier können wir nichts drücken oder so. Erbauerkonstruktion. Ich weiß nicht, was die hier gemacht haben. 1 von 15. Oh, da haben wir noch viel von uns. Wirklich 1 von 15? Hier ist auf jeden Fall ein Gehsack. Also ich weiß ja eh, ne, durch die Teile davor, dass hier immer alle ziemlich in der Nähe liegt, was man so braucht. Da ist schon wieder so ein Raumschiff. Oh, bin ich mir erschrocken. So ein bisschen eingeschissen. Also hier sind Gehsäcke und weiß ich nicht was. Kann sein, weil es hier so leuchtet, dass wir hier wieder in der Nähe von irgendwas sind. Das kann wohl. Aber ich mache hier erstmal wieder nach oben, weil Sauerstoff und so. Kannst da schreien, wie du willst. Komm mal nicht näher deswegen. Ja, diese fetten Viecher, ich würde sie alle umbringen, ne? Zumindest jetzt sie hier schon Piu Piu, ne? Ein kleines Piu Piu. Ja, 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 ja. Hau ab jetzt, oh, ein Doppelpunch. Die machen schon wieder alt kaputt, ne? Die blöden Viecher. Okay, was das? Okay. Nachbrennermodul? Was war das? Sehbar Nachbrennermodul. Yeah! Kostenloser Extraschuh. Mit Laserschneider. Ach, du verarschst mich. Ja, davon haben wir ja jetzt schon genug mittlerweile. Das ist ja widerlich, ey. Das können wir ja lange nicht mehr machen. Und hier kommen wir auch nur mit Laserschneider rein, wa? Ne. Mehr Eingänge gibt es ja gar nicht. Zum Milch fressen? Oh, echt jetzt? Ja, großartige Eingänge gibt es hier gar nicht, ne? Irgendwie das Gefühl, dass meine Seebahn jetzt auch ziemlich schon im Arsch ist. 56, ab weg hier. Ab weg hier. Oh, immer noch 56, na Gott sei Dank. Ja, diese Viecher sind echt schon ätzend. Ja. Ich habe schon wieder kurz mal nicht dran gedenkt. Was wir natürlich auch mal gucken, ist andere Seite rum um die Insel, weil da waren wir ja auch noch nicht. Fällt mir gerade so ein. Wisst ihr? Wir sind ja so gesehen vom Startgebiet her, ja, wie soll ich es euch beschreiben? Sind wir ja hinter der Insel.
Und vom Startgebiet her rechts von der Insel kann man ja auch noch durch zum offenen Meer. Und da sind wir aber noch nie so hingegangen. Zumindest nicht erkenntlich. Ach, hier, wir sind ja schon da. Keiner sagt was. Ich komme hier immer von der falschen Seite, weil ich. Ja, wir sind hier schon ziemlich offen im Meer drinne. Das auf jeden Fall wahrhaftig. Und wir schwimmen immer so nach links hier gesehen, ne? Also Richtung wieder zurück eigentlich. Könnte man so sagen. Können wir das jetzt auch mal fertig bauen eigentlich? Keine Energie. Aha, da fehlt noch was. So, wir wollen aber erstmal den Fisch haben, weil wir haben natürlich auch noch ein bisschen Durst. Ja, du natürlich auch. Und dich wollen wir essen. Guck mal, ja, ich hatte heute noch nichts. Und du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Dass die sie immer wären, ne? Mahlzeit. Achso, ja, falsche. Ja, so richtig erfolgreich war man natürlich jetzt nicht. Aber so sind so eine Spiele. Die sind manchmal so, dass du so ein Aha-Erlebnis hast und manchmal hast du so, wo du denkst, boah, geht ihr mir alle auf den Sack. Ja, Lisa Schneider ist immer noch das gleiche Problem. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal andere Richtung. Weil dann können wir nämlich das mal wirklich angucken. Essen, trinken, einlagern. Warum müssen die mit dem machen, hätten die nicht am Fußende hin machen können? So, das setzen wir gleich ein. Das ist nämlich ganz cool. So, Titan haben wir auch zweimal gefunden. Schön. Schön die Witzka. Und was hatten wir jetzt so Wertvolles, ne? Glaube ich. Cool. Ich würde gerne die Modifizierung voll einsetzen. Aber kann ich die einfach so einsetzen? Moment. Nee, so kann ich die gar nicht einsetzen. Moment, dann muss ich da raus. Schade eigentlich. So? Ah, hier. Aha. Oh, okay. Ja, okay. Ist okay. Kannst du den Nachbrenner bitte ausmachen? Alles klar, der Nachbrenner ist gut. Ich sollte auch mal reparieren. Achso. Ja, dazu muss ich raus. Ich sag dazu nichts. Ich war total konzentriert und ich habe mich auch gut gefühlt beim Fahren. Aber es hat mich gebracht. Ich bin einfach nur gegen ihr rasselt, wie sonst was. Okay, alles klar. Und jetzt ein Nachbrenner. Ja, ich bin viel schneller als du. Natürlich bin ich schneller als du. Ich bin einfach mal. Ja, guck mal, wie schnell ich fahren kann. Heftig. Ja, hier sind ja die großen Teile, was ich auch ganz cool finde. Wir grasen hier einfach mal so ein bisschen ab. Hier findet da schon wieder irgendwas sexy. Weiß ja nicht, was. Was sind das da unten? Ist das da was oder ist das nicht was? Also so eine Grafikdinger sind ja immer so teilweise cool. Hat das mal. Och, du leck mich doch am Arsch. Ey, was macht denn der Zioni da? Der fährt ja immer da hier im Kreis und sowas, ne? Der denkt ja, der sieht da irgendwas, aber der sieht ja gar nichts. Ey. Was ist denn mit dem los? Ey? Ich will's ja tun, ey. Näher. Ich habe dir nichts getan. Nein, nein, nein. Einfach mal Gas geben. Wenn man meint, dass es gefährlich wird, gebe ich einfach Gas. Jetzt können wir es ja endlich. Okay. Ich habe keinen Schimmer, wo ich bin. Also, das müsste ja eigentlich die Insel sein. Aber wie gesagt, ich habe keinen Schimmer, nicht ein bisschen, wo
wo ich sein könnte, beziehungsweise was wir sehen könnten, weil wir haben es auch wieder rabenschwarze, also wirklich sehr rabenschwarze Nacht. Und ich wäre wirklich froh, wenn wir hier eine vulkanische Aktivität wirklich beobachten könnten, dass ich sage, boah, da könnte ja ein Diamant sein. Weil ich höre immer nur diese Viecher hier. Und das sind ja auch keine Diamanten. Das ist ja alles nur normales Scheiß-Stuff. Und ich will einen Diamant, Mann. Okay. Ich weiß nicht so richtig, wo wir sind. Immer gen Westen reiten, bitte. Immer gen Westen. Aber hier ist es ziemlich flach noch, ne? Kommt zwar nicht nach Hause hier. Und nicht zur Rettungsinsel, aber. Oh! Wow! Moin! Ja, Halleluja! Was ist mit euch los, Alter? Wie spawnten ihr hier rein? Seid ihr eigentlich böse? Ihr seid. Nee, ihr seht nicht freundlich aus. Ihr seht gar nicht freundlich aus. Warum gibt es denn hier tausend davon? Ich weiß gar nicht, wen darf ich denn als erstes Hallo sagen? Was ist mit dir? Bist du denn freundlich? Oh, der sieht aber nicht so freundlich aus. Alter, da will ich doch gar nicht hin. Was ist das denn für ein Scheißmeer? Und warum so viele? Warum macht ihr das? Hallo? Das ist ein bisschen unfair. War der eine nur schon. Ach nee, ich war nur nah dran. Alter, wie viele? Warum? Weshalb? Wieso? Und wer nicht fragt, bleibt. Aber alle auch unterschiedlich groß, ne? Es gibt so Minis. Mini-Minis. So Ferdinand so gesehen. Es gibt so richtig viele davon. Boah, ja, Übertreiber. Wirklich, also, ich finde ja so eine Konfiguration von so einem Spiel total nice. Aber man muss es in Grenzen halten. Heftig. Da gibt es richtig viele. Hätte ich eine Signalboje, und ich schwöre, hätte ich eine, würde ich es markieren und einfach, weiß ich nicht, Quallenviecher aufschreiben oder so. Aber wir haben nichts und somit gesehen können wir auch nicht weiter, jo, forschen, ne? Du siehst gut aus, aber du bist nur ein Pinguin. Ein stinknormaler Pinguin. Komischerweise traut man sich auch weniger raus hier. Also bei diesem Teil als beim ersten Teil. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das hier noch eine Early ist, wo man so ein bisschen immer Bedenken hat. Oder man sagt so, ja, man ist so am Anfang eh noch vorsichtiger. Also wir, so nah sind wir doch gar nicht. Aber immer noch keine an. Ja, tschüssi, Tschüssikowski, hau ab. Aber hier gibt es immer noch keine Diamanten oder so. Ich weiß noch früher. Bei den guten alten Zeiten, da gab es noch Diamanten. Ha! Im Überfluss. Oh, wo sind wir denn hier? Kann ich hier hoch? Das ist aber nicht meine Insel, ne? Das sieht doch so aus, ob kann ich hier hoch, oder? Das sieht doch aus wie ein ganz normaler Weg. Ja. Oh Gott. Oh Gott, wird's gerade spannend. Und ihr seht schon auf dem Timer, ne? Das ist ja bald Folgenende. Wo bin ich hier? Oh Gott, die Gott. Jake! Jake! Oh Gott, was ist denn das für eine Höhle? Ich muss es mir angucken. Hallo? Hallo? Wo bin ich hier? Wo geht's hier lang?
Da lang? Ne, hier lang, wa? Warum? Warum? Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Oh, ich habe ein bisschen sehr viel Angst, ey. Besonders, ich bin schon, also wirklich groß vor, also kurz vorm Pinkeln, ne? Ich muss echt pinkeln. Und ich weiß nicht, wo wir letztendlich hier sind. Und wenn jetzt hier irgendwas kommt, was mir richtig doll Angst macht, ne? Ich piss mir dort da ein. Oh, was ist denn hier los? Ne, was ist denn hier los? Freut euch hier oder was? Ja, kommt her, ihr kleinen Fischstäbchen. Aber ich will gerne gucken. Aber hier gibt's nicht. Hier kommen wir nicht lang. Hier ist doch nichts. Fuck, ey. Echt jetzt? Ich habe hier was entdeckt und da kommen wir nirgendwo lang? Oh Mann, ey. Hier kommen wir auch nicht hoch. Ach, so eine öde Kacke. Echt nicht cool. So, von da kommen wir, aber hier kommen wir ja auch nicht hoch. Ja, uns wird kalt, ich weiß. Allzu lange darf man hier ja eh nicht sein, aber... Ist doch doof. Hier hätten sie ja wenigstens mal was bauen können. Da finde ich schon so eine coole Scheiße, ne? Und dann ist da nichts. Ich habe jetzt wirklich oft, ich kann euch was präsentieren, wo ihr alle sagt, so, der Junge hat's drauf. Der hat's drauf. Der ist cool. Und jetzt sagt er wieder nur, so ein Lotscher. Ab erstmal ins wärmende Wasser. Natürlich, bei 3 Grad springt man da gerne rein. Ist ja auch schön so. Also, mullig warm. Schade. Ja, wirklich sehr, sehr schade. Gut. Dann setzen wir unsere Erkundungstour in der nächsten Folge fort. Also seid gespannt, wenn es weitergeht mit... Ich habe keine Ahnung, was passiert. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.